Moin, liebe Deutschlerner! Also, heute erzähle ich euch mal, was für ein großartiges Land Deutschland ist und wie wunderbar die Deutschen sind. Es gibt so viel zu entdecken hier in Deutschland und die Menschen hier sind immer freundlich, nett und hilfsbereit. Und cosa? Ma che cazzo dici? Stai scherzando, vero? Voi tedeschi siete il popolo più scortese nel mondo. Mi ricordo bene 2 anni fa, ero nelle vacanze in Germania. Comunque il paese mi è piaciuto molto, ma la gente era tanta seria con la faccia così tutto il giorno. E non dite mai buongiorno da soli, solo se uno lo dice a voi. Das stimmt doch gar nicht. E vi lamentate tutto il giorno. Il pane è troppo caro, il treno è in ritardo e il cameriere ci mette troppo per portarvi la pasta e la pizza è troppo fredda. Che rompipalle! Mi sembra che non siete mai contenti. Rilassatevi, per favore! Okay, manchmal sind wir vielleicht ein bisschen streng. Und ja, es stimmt, manchmal meckern wir auch ein bisschen viel und beschweren uns über Kleinigkeiten, besonders wenn wir im Urlaub sind. Und vielleicht müssen wir auch öfter mal guten Tag sagen und lächeln. Aber das ist eben unsere Art. Und wenn man uns kennt, dann weiß man, dass wir sehr nette und entspannte Menschen sind. Pero hombre, ¿tú qué coño dices? ¿Relajados? Vosotros, ni de coña. Vuestro trabajo es lo que os importa más que todo. Parece que vuestro trabajo es vuestra vida. Y nunca estáis relajados, ni siquiera cuando estáis de vacaciones. Y todo el tiempo jugando con el puto móvil. Eso no es vida. Y lo raro es que por más que trabajáis, nunca parecéis satisfechos con el dinero que cobráis. ¿Por qué es así? Te lo digo, porque sois avaros. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Eso es vuestra filosofía. ¿Por qué os esforzáis sin paro si nunca tenéis demasiado dinero para disfrutar la vida? Naja, aber es ist doch alles so teuer und... Da igual que me dices, tío. Hay que vivir la vida. ¿Conoces a Marc Anthony? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Y seguro que con eso no quiere decir reservar las tumbonas de la playa con vuestras putas toallas. ¡Tan ridículo! Igual que vuestra manera de establecer normas para todo. Todo tiene que estar en una cierta orden y siempre tan súper limpio. ¿Para qué? Ja, okay, vielleicht übertreiben wir manchmal ein bisschen, wenn es um Ordnung und Sauberkeit geht. Und vielleicht könnten wir auch ein bisschen mehr von dem Geld, was wir verdienen, ausgeben, um Spaß zu haben und weniger arbeiten. Aber da sind doch alle Deutschen verschieden. Ich zum Beispiel liebe gutes Essen. Ich koche gern und gehe gern in Restaurants, wo ich mir gutes Essen kaufe und dafür gebe ich auch viel Geld aus. Mais pour faire quoi? Pommes de terre avec saucisse grillée? C'est ridicule et répugnant ça que vous mangez chaque jour. Et très malsain en plus. Il n'y a que viande de porc dans vos restaurants. Par contre, en France, la cuisine est très délicieuse. Aber ihr esst doch Froschschenkel. Est-ce que tu te moques de moi? Tu es ivre? Ben oui, bien sûr. Parce que, comme tous les Allemands, tu bois de bière tous les jours, non? Vous savez qu'est-ce que c'est le vin? Non, ça c'était juste pour rire. Mais en fait, je ne comprends pas comme vous travaillez tant en buvant toutes les bouteilles de bière. Chapeau! Also das stimmt ja gar nicht. Ich trinke nicht den ganzen Tag Bier. Naja, nur morgens manchmal. Exactement. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'énerve le plus
Et que vous parlez toujours en allemand avec nous quand vous soyez en France. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que nous ne parlons pas d'autres langues? Indeed. I also noticed that many times. It is true. That is really annoying, man. I mean, we are also doing that when we travel from Great Britain to Italy, Spain, or France. But that's okay because everybody speaks English. Except these guys. But who the fuck speaks German, man? Okay, ich habe es verstanden. Wir Deutschen sind anscheinend nicht sehr beliebt. Aber irgendetwas Positives muss euch doch einfallen. Irgendetwas müssen wir doch gut machen, oder nicht? Ma certo, voi date sempre una lauta mancia. Claro que sí, tío. Me gustan los coches de Alemania. Yo tengo un Volkswagen. Buenísimo. Alors, j'aime bien la bière que vous brassez. Indeed. And I think the football in Germany is way better than in England. Okay, besser als nichts. Viele Vorurteile über Deutschland und die Deutschen. Was glaubt ihr, welche sind eurer Meinung nach wahr und welche nicht? Schreibt mir gern einen Kommentar unter dieses Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Unterstützung von euch, damit ich auch weiterhin kostenlose Videos und kostenloses Lernmaterial für euch erstellen kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet Patreon. Wenn ihr Patreon werdet, dann unterstützt ihr damit nicht nur Natural Fluent German, sondern ihr erhaltet auch weitere attraktive Vorteile, die euch beim Deutschlernen unterstützen. Ich würde mich sehr freuen und wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe. Und alles Weitere zu Patreon findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald.